So, da bin ich wieder. Kurze Unterhaltung, hat aber nicht lange gedauert. Dann bauen wir die Melon Seeds ab. Dann mache ich das wahrscheinlich auch so, wie ich das gerade vorgebetet habe in meiner Trance. Das ist echt schön. So ein schöner Hintergarten ist das eigentlich. Den würde ich sogar fast schon so lassen. Der sieht nämlich sehr geil aus jetzt so. Aber das wird, glaube ich, nichts. Weil dann haben wir das Problem mit den Melonen leider nicht gelöst. Streng genommen, was wäre denn noch möglich? Man könnte natürlich auch hier einen Weg verlaufen lassen. Dann baut man halt die ganzen Sachen da an. Und da. Dann hat man... Letztendlich hat man dann hier Melonen. Sieht natürlich auch ein bisschen scheiße aus. Das muss man natürlich immer dazu sagen. Aber... Naja, das wäre es mir dann sogar fast noch wert. Dann hole ich jetzt erstmal Eisen und Holz haben wir ja dabei. Und Vollsprint, Marsch! Jetzt bräuchte ich eigentlich eine Musikunterlegung von den bekloppten Elefanten aus dem Dschungelbuch. Naja. So, was ich übrigens mal anschneiden wollte, ein Thema. Und zwar ist das eine Sache... Wo ich mich jetzt direkt mal an alle Zuschauer wenden möchte. Und ich möchte, warte mal, das ist jetzt, genau, das ist nämlich der Anfang eines neuen Parts. Und ich muss dieses Thema einfach mal loswerden, weil es natürlich uns alle betrifft beim TR. Und damit Leute, die uns mögen oder Leute, die uns auch nicht mögen, auf irgendeine Art und Weise auch. Und zwar geht's einfach darum, Leute, wir machen uns seit 2 Jahren eine Heidenarbeit. Wir laden verdammt viele Videos hoch, wir geben uns eine richtige Affenmühe dabei und versuchen da qualitativ einigermaßen, was heißt einigermaßen, wir versuchen qualitativ immer besser zu werden, wir versuchen uns zu steigern, wir haben auch einen gewissen Stolz dabei, muss ich auch sagen, wir sind jetzt der Meinung, dass wir zum Beispiel besser sind als manche Leute auf YouTube, die mit relativ zweifelhafter Qualität hochladen, wo man eigentlich, selbst wenn sie mögen, vielleicht die sympathischsten Let's Player der Welt sein, aber man versteht nicht jedes Wort bei ihnen, man kann ihren Humor durch das viele Rauschen und durch die vielen Höhen-Tiefen-Fehler, die wir früher auch alle mal hatten, da will ich ja jetzt gar nicht sagen, dass wir das nicht hatten, aber wir haben diese Fehler halt größtenteils ausgemerzt mit den neuen Mikrofonen, mit Audacity-Einstellungen, mit Versuchen auch, mit vielen Tests, mit viel Arbeit hinter den Kulissen. Und wir möchten jetzt einfach mal wissen, warum zur Hölle ist es immer noch der Fall, dass wir die ganze Zeit das Gefühl haben, dass ihr uns einfach nicht cool findet. Also, ich finde, das ist einfach mal eine berechtigte Frage, wo wir auch euer ehrliches Feedback verdient haben. Ich meine, wir reißen uns den Arsch auf, vor allem der René und ich. Wir arbeiten sehr, sehr, sehr hart an diesen Kanälen, die wir haben. Am Hauptkanal arbeite ich besonders hart in letzter Zeit und auch immer noch und auch tu gerade sehr, sehr viel. Gerade im Moment übrigens auch. Und die Frage ist einfach, wo liegt das Problem? Leute, meine ich ernst, wo ist das Problem dabei? Warum ist es so, dass wir 53 Abonnenten haben, aber 600 Videos, wo manche Leute, ich möchte mich jetzt nicht mit den Großen vergleichen, mit den ganz Großen, mit den ganz Tollen vergleichen, uns möchte ich damit nicht vergleichen. Nehmen wir mal das Mirko LP oder sowas. Der hat auch ungefähr unsere Anzahl an Videos, aber wir sind halt kein das Mirko, das gebe ich auch offen zu. Aber Leute, die Frage, die ich mir stelle, ist doch einfach, wir haben 600 Videos, wir haben eigentlich früher relativ viele Views gehabt und wir haben auch bestimmt immer mal wieder Leute, die bei uns gucken, die uns jetzt das erste Mal sind oder sowas. Und die Frage, die ich mir einfach stelle, ist, warum? Das ist einfach eine Frage nach dem Grund. Wo ist der Grund für euch zu sagen, nein, diese Leute abonniere ich nicht oder denen schreibe ich keinen Kommentar oder sonst was? Ich meine, wenn ihr schon bei uns auf dem Channel seid, dann möchten wir von euch auch ein gewisses Feedback haben. Das ist natürlich klar. Wir möchten dann von euch wissen, warum ihr den Daumen nicht hochgibt oder warum ihr den Daumen hochgeben würdet. Ich meine, Let's Playing ist nicht nur Erfolgssache. Das habe ich auch schon mehrmals gesagt.
Aber Let's Playen ist halt auch eine Sache, wo man sehen will, ob es der Community gefällt oder nicht. Wenn es euch nicht gefällt, dann könnt ihr um Himmels Willen in den Kommentaren euch den Mund zerreißen und schreiben, warum es euch nicht gefällt, warum ihr euch jetzt nicht abonniert oder sonst was. Aber die Frage, meine Frage ist, warum tut ihr selbst das nicht? Warum nehmt ihr nicht, nutzt ihr nicht diese Chance, um bei uns zu kritisieren? Oder vielleicht, wenn ihr uns gut findet, uns zu unterstützen oder sonst was, warum sagt ihr immer wieder, nein, wir möchten das nicht? Wo ist der Punkt, was machen wir falsch? Wo ist der Punkt, warum ihr sagt, wir wollen euch nicht abonnieren? Wir finden euch doof oder wir möchten euch nicht den Daumen hoch geben oder wir möchten euch auch nicht mal einen Daumen runter geben. Warum, wo sind da eure Gründe, wo sind die Beweggründe? Das ist genau das, was ich mich tagtäglich frage. Warum mache ich mir die Mühe und kriege dafür nicht mal ein negatives Feedback? Denn ein negatives Feedback ist immer noch tausendfach besser als überhaupt kein Feedback. Mag sein, dass ich mich da gerade ein bisschen verwurscht, glaube ich, meine es einfach ernst. Ich möchte mal wissen, wo sind die Kritikpunkte, wo sind unsere ganz klaren Schwächen, wo müssen wir uns steigern? Wo liegen die Gründe von euch, dass ihr uns nicht abonniert wollt oder sonst was? Wirklich, die Kanäle sind relativ alt inzwischen. Wir machen den Let's Play-Kanal machen wir seit einem knappen Jahr. Den Hauptkanal machen wir, glaube ich, schon seit 2 Jahren bald. Am 11.11. müssten es 2 Jahre sein. Erstes Video übrigens Eragon, kann ich, da will ich auch gleich nochmal was zu sagen zu den allerersten Videos und alles. Das ist nämlich eine sehr interessante Sache, wie ich finde. Also für mich war es sehr interessant, da mal wieder drüber zu hören. Ja. So, jetzt habt ihr meinen Aufruf gehört. Ich werde den wahrscheinlich auch in Zukunft noch ein paar Mal öfter formulieren. Vielleicht in einer der nächsten Folgen werde ich nochmal sagen, warum oder sonst was. Und ich möchte einfach mal wissen, warum. So einfach ist es formuliert. Oh. Scheiß Mistviech. Ich hab gedacht, der Zaun würde mich besser schützen. Ach, so ein Mist. Na schön. Dann bauen wir hier mal wieder auf. Fleißig wie wir sind. Und danach werde ich dann weiter einen Text machen. Sagt man ja so schön. So. Der Landwirtschaftssimulator erreicht neue Ebenen. Und zwar des kreativen Weltebauens. Weltenbauens. Ja. Und das Geilste ist, wir haben einfach mal gar keine Erde dabei. Warum? Das ist ja noch nie vorgekommen, dass man mal keine Erde im Inventar hat. Das ist so ungewöhnlich wie Orks, die sich am Tag fortbewegen. Hoppla. Da müssen wir wohl nochmal ran. So, diese Erde hier oben. Was ist mit der los? Warum will die nicht abgebaut werden? Die kann ich jetzt nämlich mal echt gut gebrauchen. Übrigens, diese Kritik, ne, das umfasst vieles. Das kann auch die Playlist umfassen. Ich weiß ja nicht, vielleicht wünscht ihr euch andere Musik. Vielleicht wünscht ihr euch fetzigere Sachen oder sonst was. Also ich werde jetzt nicht Musik aus den Charts einspielen, denn es ist ja, die Playlists sind ja immer noch auch eine Sache, die den Let's Player sehr stark betreffen. Denn sie sollen ihn ja auch ein bisschen beim am Einschlafen, sag ich mal, hindern. Denn, wie gesagt, in Minecraft ist es ja einem sehr viel selbst überlassen, was man so macht. Und da braucht man halt auch eigentlich einfach manchmal... Huch, was denn jetzt? Okay, da hat er sich wieder gefangen. Gut, ich habe gedacht, jetzt ist er abgestürzt. Das wäre sehr ärgerlich. Also, wir sind da... Ich bin dafür Vorschläge wirklich 24/7 offen. Ich sag's immer wieder sehr gerne. Das müsst ihr nicht unbedingt über die Kommentare machen. Das könnt ihr auch über viel zu verschiedene Arten machen. Ich hab... ich hau jede Folge, hauen wir links unten rein... Möglicherweise, und wir versuchen, ich versuche zumindest in letzter Zeit vermehrt auch in diesen Links viel mehr aktiv zu werden. Ich meine, ich weiß nicht, ob ich jetzt jeden Tag einen Twitter-Post abgeben werde. Ich habe es jetzt die letzten Tage lang gemacht, aber die Frage ist einfach, wie gesagt, warum oder warum nicht? Was sollen wir anders machen? Was können wir anders machen? Oder was machen wir vielleicht schon goldrichtig? Es sind alles interessante Punkte, die ihr uns ruhig mal schreiben könntet. Ich meine, wir antworten wirklich auf jeden einzelnen Kommentar seit Jahren. Mit den verschiedensten Let's Plays. Wir wollen ja nicht nur mit den Let's Plays Zuschauer erreichen. Wir wollen natürlich auch Tipps geben. Wir wollen da einen Kontakt aufbauen. Und wir wollen euch vor allen Dingen präsentieren. Wir wollen uns präsentieren, weil wir diese journalistische Arbeit halt sehr gerne machen. Jetzt nicht nur in Form von Let's Plays, sondern das ist jetzt nicht das, was wir uns ursprünglich vorgestellt haben. Es ist halt eine sehr schöne Art zu spielen, wie ich finde, weil man sich einfach einen Ast ablabern kann. Das mache ich am liebsten, das ist auch das, warum ich also einen Spaß an diesen ganzen Sachen habe, die wir machen. Labern. Labern ist klasse. Ist einfach so.
So, wir müssen mal kurz hier checken, was ist denn mit dem Erntemaschinchen. Ich glaube, hier unten ist noch nicht alles reif, aber da oben sieht's schon etwas besser aus. Na, da sind auch noch sehr viele grüne Pünktchen. Da warten wir lieber nochmal vielleicht 20 Minuten. Ein bisschen aufnehmen will ich auf jeden Fall noch. So, da sind wir dann auch wieder. Warte mal, jetzt sind wir wieder erstmal in der Ratlosigkeit. Das Feld wächst jetzt auch vor sich hin. Und mit dem bin ich eigentlich erstmal ganz glücklich. Die Monsterfalle will ich mit dem Arsch nicht anfassen, um ehrlich zu sein. Jetzt müssen wir mal grübeln. Was gibt's zu tun? Was hatte ich vor? So viele Sachen hatte ich vor. Ursprünglich. Außer labern. Das Thema, was ich nehmen will, weiß ich noch. Aber irgendwas anderes wollte ich doch bestimmt noch tun. In den Netherreisen ist nicht unbedingt eine dieser Sachen davon. Pass mal auf, wir gehen mal hoch in die Bergbude und suchen da nach einem Job. Klock, klock. Ich hätte gerne Arbeit. So, nach oben. Wasserfahrstuhl, übrigens eine sehr schöne Idee vom René. Und wenn wir jetzt des Nachts hier oben sind, können wir auch diese wunderschönen Sterne sehen, die der René hat. Die habe ich nämlich auch in diesem Texturenpack. So, wir haben übrigens gar nichts dabei, was wir hier einbauen könnten. Cleanstone ist nicht da, nix. Also das ist immer noch irgendwie fragwürdig, weiß ich nicht, was das Geiles ist. Ah, das ist der Tisch gewesen, der gerade geklappert hat. Ich habe mir schon wieder Sorgen gemacht. So, der Creeper King ist da hinten. Diese Glassache finde ich auch recht schön. Lava und Wasser, weiß nicht, die Kombination hätte ich wahrscheinlich nicht gebaut. Weil too much, ne? So, hier ist erstmal, wo ist denn hier noch Baustelle, mein lieber René? Ich finde, wir sind hier leider schon ziemlich fertig. Das sieht cool aus. Was ich mir vorstellen könnte. Was allerdings leider, weiß ich nicht, ob ich das überhaupt machen will oder tun sollte oder... Na, ihr wisst schon, ob es wirklich zu meinen Anliegen gehört. Es wäre die unterirdische... Ah ja, da kommen jetzt direkt mehrere Ideen. Also es gibt zwei Ideen, die ich habe. Einerseits übrigens nochmal Kompliment an meinen verlassenen Weg, einen riesen Hauptweg anzubauen. Das war auch einer der Lichtblicke für mich, als ich das gesehen habe beim René. Da war ich echt, hatte ich echt eine Hand im Kopf. Also so hart habe ich mich da geschlagen. So, den Raum hier, der sieht sehr geil aus, aber den kann man natürlich sehr gut auch in die Bergbude umziehen. Oder wir bauen ein Alchemiezimmer da oben. Das würde sich alles machen lassen, weil, um ehrlich zu sein, finde ich diesen Abzweig hier relativ hässlich. Das Haupthaus mag zwar eine schöne Sache sein, mit der To-Do-List und allem. Nahrung kann man hier auch sehr schön aufbewahren und die Hauptrohstoffe, aber... Theoretisch gesehen kann man die Hauptrohstoffe auch da hinten in das Lagerhaus reinziehen. Und so würde man eine Menge Platzverschwendung, nein, dieses Haus ein bisschen entlasten, sagen wir es mal so. Ob das unbedingt sein muss, ist natürlich ein anderer Aspekt, aber es wäre zumindest nicht doof. Jetzt geht's los. Da wollte ich doch mitnehmen und ja... Ja, auch ein schönes Loch hier. Ja. So, da wollen wir mal nehmen. Die hier. Jungle Sapling, Pumpkin Weed. Das kann auch mal mitgenommen werden. Berg Sapling. Kaktus, Melonensamen. Die nehmen wir auch noch mit. Lilypad, Mushrooms. Naja. Gleich gehen wir übrigens nochmal zu den Hühnern. Ich finde es echt ein bisschen doof, dass die jetzt so wenige sind. Da werden wir gleich nochmal ein bisschen, ne? Nachhaken. So, die haben wir jetzt. Dann haben wir jetzt auch noch Holz und ja, ist alles da. Ah. Na, mein Freund. Übste Kopfsprung von der Seerose aus. Ja, jetzt habe ich auch. Hier sind wir. Okay. So, zu den Hühnern geht's rein. Und zwar. Lief da hinten gerade schon wieder eins rum. So, zwei Eier sind natürlich nicht die Welt, aber besser als nichts. Hoppla. Hey. Lecker. Eigentlich ist diese Gatterkonstruktion ja auch total toll. Die sollten ja hier nochmal, sollte ja eine Schleuse werden. Aber irgendwie konnte ich mich nicht dazu durchringen, das dann noch weiter zu bauen. Keiner der anderen hat es bisher getan, deswegen lassen wir es mal so. Irgendwie reizt es mich mal in die Monsterfalle zu gehen. Das wäre, glaube ich, irgendwie gar nicht so uncool, aber... weiß ich nicht.
So, wie mache ich das denn jetzt? Lege ich das Feld hier direkt daneben an oder baue ich das hier so hin? Man kann natürlich jetzt so eine ellenlange Reihe von Feldern machen. Erstmal können wir übrigens